Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem ersten Video für die Veranstaltung Mathematische Grundlagen der Psychologie. Unser Ziel in dieser Vorlesungsreihe ist es, ein paar Grundlagen zu legen, die wir brauchen, um Psychologie zu betreiben. Psychologie ist keine Geisteswissenschaft mehr, auch keine reine Sozialwissenschaft, sondern eine Mischform von einer Sozialwissenschaft und einer Naturwissenschaft. Empirische Daten sind für uns die Grundlage, mit denen wir in der Psychologie und auch in verwandten Gebieten arbeiten. Und die müssen wir auf eine sinnvolle Weise repräsentieren und bearbeiten können. Dafür brauchen wir ein bisschen Mathematik. Da haben wir normalerweise viel Angst vor, aber da besteht im Allgemeinen kein Grund. Sie werden sehen, die Mathematik stellt sich weniger quer als so manches, was man sonst in der Psychologie oder in anderen Sozialwissenschaften lernt. Denn, oder Verhaltenswissenschaften im Allgemeinen vielleicht, denn die Mathematik gehorcht wenigstens immer den gleichen Gesetzen und man muss nicht allzu viel lernen. Sie ist eine sehr eingeschränkte Sprache mit einem sehr eingeschränkten Vokabular. Das muss man lernen, keine Frage, aber wenn man das einmal drauf hat, sitzt man nicht stundenlang irgendwo am Schreibtisch und versucht, Sachen auswendig zu lernen, sondern man muss sie nur auf einem hohen Level verstehen können. Und Verstehen hat immer was damit zu tun, dass man die Sachen auch spielerisch angeht, dass man sich davon löst, was man machen will. Ja, das Problem ist meistens, wir denken so, oh, lasst uns mal die Welt retten, dafür machen wir doch Wissenschaft. Denken wir doch erstmal nur an das Problem direkt vor unseren Augen und machen daraus ein Spiel, machen uns selbst, setzen uns selbst das Ziel, die Sachen irgendwie sinnvoll in eine Form zu gießen, die uns gefällt. Ja, wie man ein schönes Ablagesystem im Regal baut. Oder seine MIDI-Files oder seine MP3-Files auf seinem Computer sortiert, sodass man immer gut an seine Lieblingslieder rankommt. Die wichtigste Grundlage dafür sind Vektorräume. Und Vektorräume sind ein relativ allgemeines Konzept. Wir beschränken uns hier bei dieser Grundlagenvorlesung nur auf Vektorräume über den reellen Zahlen. Das heißt, alle Zahlen, mit denen wir arbeiten, sind Kommazahlen mit, wenn ich das mal ganz lax sagen darf, beliebig vielen, unendlich vielen Nachkommastellen. Ein Vektorraum ist quasi die Erweiterung dieser reellen Zahlen in mehrere Richtungen. Was meine ich damit? Also stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Flugzeug und Radar ausgefallen. Sie haben keine Ahnung mehr, wo Sie sind. Funk ist noch da und Sie können mit Ihrer Bodenstation funken und dann fragen Sie mal nach, Leute, sag mal, wo bin ich? Und dann kommt irgendeine sinnvolle Antwort. Und die sinnvolle Antwort könnte zum Beispiel sein, laut unserem Radar befinden Sie sich 5 Meilen nördlich vom Flugfeld. Na, und wenn Sie diese Information haben und sagen mal, Ihr Kompass funktioniert noch, dann ist das alles schön. Dann stellen Sie einen südlichen Kurs ein, fliegen 5 Meilen, und sind dann da. Natürlich könnte auch so eine Nachricht kommen, wie Sie sind 5 Meilen nördlich und 3 Meilen östlich, westlich vom Flugfeld. Ja. Die Information ist so natürlich und wir gehen so alltäglich mit dieser Information um, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwas Besonderes sein könnte. Na, aber eigentlich passiert hier was Spannendes. Ich gebe eine einzelne Zahleninformation an das Flugzeug weiter, ich benutze aber 2 Zahlen dafür. Ja, und sogar noch Einheiten, also die 3 Meilen und die 5 Meilen. Das, was sich jetzt daraus ergibt, also diese Kombination von 2 Zahlen, die die Position des Flugzeuges beschreiben, das nennt man einen Vektor. Ne? Vorher mit den 5 Meilen war es auch schon ein Vektor, jetzt ist es ein allgemeinerer Vektor. Und natürlich ist er vielleicht noch nicht mal allgemein genug. Kann ja sein, dass mein Höhenmesser auch ausgefallen ist und ich die 3. Dimension auch noch haben will. Aber normalerweise, wenn ich das Flugfeld frage, wo bin ich gerade, wahrscheinlich geben die mir keine Höhenangabe, sondern geben mir nur die XY-Koordinate, weil das die sinnvolle und in der Kommunikation erwartete Information ist. Ja, Sie sehen schon, nur weil das hier Mathematik ist, brechen die Regeln der Kommunikation nicht zusammen. Wir haben immer noch ganz normale Erwartungen an die Welt und Wissen über die Welt. Die hat der Sender und die hat der Empfänger. Und man versucht in sinnvoller Weise zu kommunizieren. Und dazu gehört, dass wir nicht bei Adam und Eva anfangen, bei jedem neuen Aussage, sondern dass wir ein gewisses Wissen bei dem anderen voraussetzen.
zum Beispiel in diesem Fall entweder wie hoch er ist oder dass diese Information auch nicht gemeint war mit der Frage, wo bin ich denn gerade. Jetzt könnte ein zweites Flugzeug sein, ja? Das schaltet sich jetzt in den Funkverkehr ein und sagt, hallo, blöde Situation, ich weiß auch nicht, wo ich bin, sag mal. Und jetzt könnte man natürlich, wenn das Flugzeug an dieser Stelle ist, sowas erklären wie, oh, sie sind 2,5 Meilen nördlich und 1,5 Meilen westlich. Aber da er die Kommunikation vorher ja schon mitbekommen hat, hat er jetzt auch schon Weltwissen, ne? Und ich kann das benutzen. Ich kann einfach sagen, sie sind auf der Hälfte des Vektors zu dem gelben Flugzeug. Das ist kürzer. Wissenschaft bedeutet, Informationen in kürzere Repräsentationen bringen. Also besser. Ja, das ist der spielerische Aspekt. Wir denken uns was Neues aus. Anstatt immer das mit 2 Zahlen anzugeben, geben wir sie relativ zueinander an, als Operationen. Und ich nehme mal an, wenn Sie im Flugzeug sitzen würden und Sie bekommen diese Informationen, Sie verstehen das. Auch wenn Sie noch niemals eine Mathematikvorlesung gehört haben und vielleicht Mathematik im Gymnasium noch dankend abgewählt haben, sobald es ging, wenn es ging, Sie würden trotzdem diese Informationen verstehen. Ja, da muss man kein hoher Mathematiker sein. Man kapiert, was mit der Hälfte des Vektors gemeint ist. Obwohl, wenn man so ganz streng ist, so wie Sie bisher den Begriff Hälfte kennengelernt haben, ist der nur anwendbar auf Zahlen. Ja, ich kann 5 Stück Kuchen haben oder eben die Hälfte davon. Aber ich kann nicht 5,3 Kuchen haben. Ja, und jetzt bei sowas wie Positionen im Vergleich zu dem Flugfeld geht das und wir haben damit kein größeres Problem. Und jetzt könnte noch ein dritter dazukommen. Der ist blau. Hängt da noch ein bisschen nördlich von dem roten Flugzeug und ist in derselben Bredouille. Fragt also auch beim Tower nach. Und der hat wieder keine Lust, die beiden Zahlen anzugeben, aber der erkennt jetzt die Position von Rot und sagt dann, hey, du bist an derselben Stelle wie Rot, nur noch 1 weitere Meile nördlich. Ja, auch das verstehen wir. Ja, die Position von Rot war gar keine Zahl, sondern ein Vektor. Ja, und trotzdem kann ich ihm so etwas sagen wie plus 1 Meile Nord und der versteht das. Sie sehen, dass die ganze Vektorrechnung ist viel einfacher, als sie vielleicht manchmal dargestellt wird, von natürlich hauptsächlich von Leuten wie mir, die gerne wollen, dass sie dann für viel Geld einstellen und ihnen einen Job geben. Deshalb tun wir so, als wäre die Mathematik unglaublich kompliziert und wir sagen, oh, es gibt Vektorrechnung, da gibt es Skalarmultiplikation, Addition und dann ist man schon voller Respekt und ist bereit, mir ganz viel Geld zu zahlen. Wenn ich Ihnen das so darstelle, wenn ich eben eine Position von etwas habe und ich sage, tu dann noch 1 Meile nördlich drauf, das ist es schon, ja, ein bisschen schlechter mit dem vielen Geld. Ja. Aber es ist nicht mehr tatsächlich. Klingt nur alles formal, wenn man es formal aufschreibt. Wir müssen es allerdings auch einmal formal machen. Also was haben wir bei Vektoren? Vektoren sind irgendwelche Objekte, also eine Menge. Das kann alles sein. Es müssen 2 Dinge möglich sein. Multiplikation mit Zahlen. Musst du was sagen können wie die Hälfte der Strecke oder auch meinetwegen das Doppelte der Strecke oder auch -1 mal der Strecke, womit ich meine genau in die andere Richtung, dieselbe Entfernung. Und ich muss Addition von 2 Vektoren machen können. Also Multiplikation mit Zahlen und Addition sind die Voraussetzungen, um Vektoren zu haben oder genau genommen ein Vektorraum. Ja, diese Menge mit diesen beiden Operationen nennen wir dann einen Vektorraum. Es gibt noch bestimmte Regeln, die Sie jetzt ganz automatisch auch gesagt hätten, ja klar, das muss so sein, die auch noch erfüllt sein müssen. Wenn man die so formal aufschreibt, sehen die nach einer ganzen Menge aus. An sich sind es aber genau das, was wir auch intuitiv erwarten würden. Ganz anderes Beispiel. Na, so anders auch nicht. Auch Positionen. Ja? Also, Sie beschreiben einen Weg. Nehmen Sie an, also Sie sind Gilmer an Gilmer, das ist der grüne Punkt. Und Sie wollen zur Ivy Road Emmett Street. Das hier ist übrigens eine Karte von Charlottesville, Virginia, da wo die University of Virginia ist. Und die Population besteht im Wesentlichen aus Studenten. Sie können also in aller Ruhe in Vektoren reden, das versteht da jeder. Okay, der fragt jetzt, wie komme ich denn von der McCormick Road zur Kreuzung Ivy Road und Emmett Street? Und jeder vernünftige Mensch, nicht nur Studenten wahrscheinlich, würde eine Beschreibung angeben, in der wir jetzt Straße für Straße angeben, in der derjenige sich bewegen muss. Also ich sage sowas, fahr die McCormick Road,
und dann die Emmett Street South hoch. Und mit dieser Angabe haben wir den Vektor vollständig beschrieben als Addition von zwei Vektoren. Da wir addieren können, ist schon mal eine Voraussetzung für Vektoren gegeben. Und natürlich können wir auch multiplizieren. Nicht wahr? Ich könnte sowas sagen wie die Distanz von McCormick Road und dann nochmal dieselbe Distanz. Oder Emmett Street South und nochmal dieselbe Distanz weiter in dieselbe Richtung. Jetzt passieren so ein paar Sachen, die so trivial sind, dass wir manchmal vergessen, darüber zu reden, aber sie sind sehr, sehr wichtig. Wo bin ich denn, wenn ich folgende Bewegung mache? Jefferson Park Avenue, ja, ein bisschen vereinfacht hier. University Avenue und jetzt minus Emmett Street. Sie sehen den kleinen Strich da vorne? Ja, das ist kein Bindestrich, das ist ein Minus. Das heißt, dass ich die Emmett Street jetzt in die Gegenrichtung ablaufe, wie eben. Ja, welche Richtung positiv ist, ziemlich willkürlich. Aber ich lege jetzt einfach eine fest, sage minus Emmett Street. Ja, wo bin ich denn, wenn ich diese Bewegung gemacht habe? Bin wieder an derselben Stelle, an der ich angefangen habe. Ich habe also einen Vektor beschrieben, der sich überhaupt nicht bewegt hat. Bei den Flugzeugen wäre das Position 0, 0. Ne? Genau dieselbe Position wie das Rollfeld selbst. Also sie befinden sich schon über dem Flughafen. Das ist der sogenannte Nullvektor. Und die Null ist eine so triviale Erfindung, dass auch die Menschheit als Ganzes, eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie kapiert hat, dass die Null vielleicht die wichtigste Zahl ist. Ne? Aber es ist tatsächlich ein sehr dringendes Konzept, das wir beschreiben können, dass etwas sich nicht bewegt oder an derselben Stelle ist wie wir. Und in der Mathematik ist das der Nullvektor. In der Psychologie haben wir Daten und diese Daten, die kommen normalerweise ja, für jeden Probanden erheben wir ein paar Variablen. Ganz am Anfang vielleicht eine pro Proband, wenn wir nur ganz einfache Fragen haben. Die meisten Paper, die man so sieht, kommen mit einer Variable nicht aus. Ist ja ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt nur Neurotizismus bei ganz vielen Leuten messe. Normalerweise will ich wissen, wie Neurotizismus zusammenhängt mit irgendetwas anderem. Oder vielleicht auch, ob Neurotizismus in der einen Gruppe größer ist als an der anderen. Und dann sammle ich mehrere Variablen und dann habe ich wieder dieselbe Situation wie vorher. Ich habe, also wie bei den Straßen auch, ich habe jetzt zwei Zahlen pro Person. Also ich habe hier zum Beispiel, das wird jetzt unser Lieblingsbeispiel für die nächsten paar Videos, ganzes paar Videos, ich mag das Beispiel. Hier haben wir ein paar Kinder untersucht, wie viel Schokolade sie gegessen haben und wie viel sie gelaufen sind. Und lassen Sie uns mal irgendeinen Nullpunkt festlegen, der nicht unbedingt keine Schokolade bedeutet. Ja, sondern der Nullpunkt ist, sagen wir mal, durchschnittlich viel Schokolade. Sodass eine 1 bei Schokolade bedeutet, ich habe eine Tafel mehr gegessen, als so der Durchschnitt ist. Pro Tag. Na gut, das wäre schon ein ziemlich schokoladengieriges Kind, aber vielleicht sehen wir Schokoladenstücken oder Gramm Zucker oder was auch immer. Genauso bei der Bewegung, eine 0 bedeutet also Durchschnitt. Und dann gibt es bei Kind 4, sehen Sie hier negative Zahlen. Das ist ein Kind, was sich nicht so sehr bewegt, aber dafür auch nicht so viel Schokolade isst. Und ich kann hier für jedes Kind einzeln die Werte angeben und mehrere Werte angeben. Und das ergibt dann wieder Vektoren. Ja, jedes dieser Kinder ist ein Vektor. Gehen Sie nicht zu schnell in das Formale rein. Natürlich repräsentieren wir den Vektor meistens über die beiden Zahlen, also über die 1 und 0, aber der Vektor selbst ist das Kind, also ein reales Objekt, etwas in der realen Welt. Genauso wie vorher auch der Vektor eine Position auf der Karte war oder noch in unserem allerersten Beispiel die Position des Flugzeugs. Gehen Sie nicht zu schnell in die Repräsentation über, dass Sie das als Paar von Zahlen sehen, sondern merken Sie sich, die Vektoren sind eigentlich reale Objekte in unserer Welt, die wir theoretisch anfassen können, wo wir sein können. Bei diesen Kindern hier haben wir jetzt eine etwas komische Sache. Wir können die Kinder nämlich addieren. Ja? Also Tom und Marianne addieren. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Was machen wir, die irgendwie zusammenbinden oder so? Ja, also macht an für sich keinen Sinn, aber in der Psychologie, wo wir die als Kinder betrachten, als die Werte, die wir von ihnen gemessen haben, ist Addieren offensichtlich, was wir meinen. Ja, wir nehmen von beiden Kindern den Schokoladenwert und addieren ihn und von beiden Kindern die Spielzeit und addieren sie. Dann haben wir einen neuen Vektor. Es wäre wieder ein hypothetisches Kind, das haben wir halt nicht gemessen, aber hypothetisch könnte dieses Kind existieren.
Das ist halt so schokoladengierig und so lauffreudig wie Marianne und Tom zusammen. Macht Sinn, oder? Und was wir auch machen können, wir können ein Kind auch teilen für eine Zahl. Also zum Beispiel kann ich sagen, ein Kind, also Sebastian, ist einfach überall doppelt so viel wie Tom. Doppelt so viel Schokolade, doppelt so viel Spielzeit. Macht Sinn. Ja? Ich kann also plötzlich ein Kind mit einer Zahl multiplizieren. Ja, das ist so ein bisschen abstraktes Konzept, was so jetzt so vom Himmel fällt. Ah, aber es macht Sinn. Sie können multiplizieren. Und natürlich können Sie auch mit ein Viertel multiplizieren. Und das machen wir, um den Durchschnitt zu berechnen. Haben Sie ja jetzt schon viel Erfahrung aus der Schule. Ne? Der Durchschnitt ist die Summe geteilt durch die Anzahl. Und wir haben das bisher in der Schule meistens mit Zahlen gemacht. Und Zahlen sind ein Sonderfall von Vektoren, nämlich Vektoren, die nur in eine Richtung gehen. Jetzt können wir es aber auch mit Vektoren machen, die zwei Zahlen beinhalten. Dann addieren wir unsere vier Kinder auf. Da würden wir auf 0, 0 kommen und teilen das durch 4. Und 0, 0 geteilt durch 4 ist immer noch 0, 0, also ist unser Durchschnitt hier 0, 0. Wenn wir das formal aufschreiben, wird das ein bisschen komplizierter. Das ist erstmal beängstigend, nicht zu sehr abschrecken lassen. Ein Vektorraum über den reellen Zahlen ist eine Menge. Ja, das sind unsere Kinder, unsere Positionen. Klingt toll, ist aber simpel. Mit zwei Operationen, Plus und Mal. Plus nimmt einen Vektor und noch einen Vektor und macht einen dritten Vektor draus. Ja, ein Kind, noch ein Kind, noch ein Kind, wird ein Kind draus. Oder eine Position, noch eine Position, wird eine neue Position draus. Und Mal transformiert ein Element von R. Das nennt man bei Vektorrechnung dann meistens auch ein Skalar. Und einen Vektor in einen neuen Vektor. Also sowas wie Tom ist doppelt so gierig wie Marianne. Oder doppelt so sportlich. Ja? Okay, es gibt ein paar Regeln, die die erfüllen müssen. Alles simple Regeln. Trotzdem Video nochmal anhalten, sich die in Ruhe angucken, sich die merken, damit man weiß, welche simplen Regeln erfüllt werden müssen. Keine von denen ist schwierig, aber sie ist an alle zu denken oder auch diese komischen lateinischen Namen, das kann schwierig sein. Also Plus muss eine 0 haben. Ein negatives, also eine 0, ne, es muss etwas geben, das ich zu einem Vektor zuaddieren kann, sodass nichts ändert. Das ist der 0-Vektor. Ein negatives, also jedem Vektor gibt es minus 1 mal den Vektor. Es muss kommutativ sein. Das bedeutet, dass wenn ich a plus b nehme oder b plus a, muss dasselbe rauskommen. Kommutativ heißt, über Plus kann ich tauschen. Haben Sie immer so gemacht, machen Sie garantiert automatisch richtig. Aber merken Sie sich, es heißt kommutativ. Und assoziativ, das bedeutet, dass es egal ist, ob ich zuerst a plus b plus c nehme, also b plus c zuerst addiere, oder ob ich zuerst a plus b addiere und dann c dazu tue. Auch das Mal folgt ein paar Regeln. Multiplikation mit 0 muss den Nullvektor geben. Ja, also wenn Sie 0 mal Susanne nehmen, muss der Nullvektor rauskommen. Das Durchschnittskind. Multiplikation mit 1 macht gar nichts. Ja, also einmal Tom ist Tom. Absolut logisch. Es gibt Regeln, oder genau genommen eine Regel, wie die beiden zusammenhängen müssen, und zwar das Distributivgesetz. Das war das mit dem Ausklammern und Einklammern. Also wenn ich ein Skalar habe, und Skalare schreibt man in der Vektorrechnung meistens mit griechischen Buchstaben. Das hier vorne ist ein Lambda. Wenn ich dieses Lambda, das ist also eine Zahl, 5 oder so, mal a plus b, a plus b sind Vektoren, das ist Marianne plus Tom. Ja, und 5 mal Marianne plus Tom ist dasselbe wie 5 mal Marianne plus 5 mal Tom. Völlig logisch, ne? Wenn ich die Marianne und Tom, die Werte zusammenzähle und dann mal 5 nehme, kommt natürlich dasselbe raus, als wenn ich zuerst Mariannes Werte mal 5 nehme und dann Toms Werte mal 5 nehme und dann zusammenzähle. Das Schwierigste an dieser Regel ist der Name, dieses komische lateinische Wort. Und glauben Sie mir, ich weiß das nur, weil ich das so oft jetzt unterrichtet habe. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, in einer Stunde sind Sie garantiert besser als ich, sich das in diesem Begriff zu merken. Ich habe unglaublich Schwierigkeiten, mir so komplizierte Begriffe zu merken. Den weiß ich nur deshalb, weil ich ihn so oft gesagt habe. Glücklicherweise sind die Begriffe auch nicht so wichtig. Was sie machen, ist schon wichtig und dass wir sie brauchen, muss man auch im Kopf behalten.